Kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Hallo und herzlich willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten am Dienstag. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute haben wir unter anderem diese Themen für Sie im Programm. Berufsvorbereitung hautnah. Schülerfirma Wuppies aus Kempten gehört nach 4 Jahren zu den besten 10 in Deutschland. Mysterial Tour. DJ Bobo kommt mit seiner Jubiläumshow nach Kempten und regionale Kunst. 38. Ostallgäuer Kunstausstellung in Marktoberdorf. Berufsvorbereitung in der Schule. Oft geht das nicht über das Schreiben eines Lebenslaufs oder einer Bewerbung hinaus. Aber in der Tom-Mutters-Schule, einem Förderzentrum für geistige Entwicklung der Lebenshilfe Kempten, sieht das ganz anders aus. Hier werden die Schüler zum Beispiel in ihrer eigenen Firma Wuppies auf das spätere Berufsleben vorbereitet. Wuppies steht für Welse, Guppies und Schnecken, die das Unternehmen verkauft. Die Schülerfirma gibt es mittlerweile seit 4 Jahren und sie ist so erfolgreich, dass sie zu den 10 besten Schülerfirmen in Deutschland zählt. Die Schülerfirma Wuppies ist eine Firma wie jede andere Firma auch, mit Geschäftsführer, Mitarbeitern und verschiedenen Abteilungen. Es gibt nur einen Unterschied. Sie befindet sich in einer Schule und wird von ihren Schülern geleitet. Alles begann mit diesem Aquarium. Es wurde aus einem alten Wohnzimmerschrank zusammengezimmert. Daraus entstand die Idee, einen Fischverkauf zu starten. Nach und nach wurde zusätzlich ein Brettspiel, natürlich zum Thema Fische, entwickelt. Und inzwischen bietet die Firma sogar eine Aquariumvermietung an. Ja, uns geht es darum, eigentlich unsere Schüler optimal aufs Berufsleben vorbereiten. Und das zwar wie eine richtige Firma, halt auch mit den Anforderungen und was auch von den Schülern verlangt wird, aber halt unsere Schüler individuell zu fördern. Das ist bei manchen, die brauchen beim Füttern zum Beispiel Bildkarten, andere können mit dem Bus zu unseren Kunden fahren, da haben wir eine andere Schule, da kommt man mit dem Bus hinfahren und pflegen das selbstständig, schicken mir dann Bilder über WhatsApp, ob alles passt. Und so ist das je nach individuelle Stärke von den Schülern, ist das ausgelegt. Je nach individueller Stärke sind auch die einzelnen Abteilungen besetzt. So gibt es wie in einer normalen Firma auch eine Produktion, den Ein- und Verkauf, eine Marketingabteilung und Kundenkontakt. Ihre Aufgaben erledigen die Schüler innerhalb fester Arbeitszeiten. Das sind je nach Abteilung 2 bis 6 Stunden die Woche. Hier werden zum Beispiel gerade die Fische gefüttert. In der Regel haben wir pro Schuljahr so zwischen 13 und 15 Schüler, wo sie natürlich auch anfangs beworben haben mit Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, dass sie dann dazukommen sind. Natürlich auch in Abstimmung mit den Klassenlehrern aus pädagogischer Sicht, wo man einfach sagt, aufs Berufsleben ist das die optimale Vorbereitung. Und dann hat man Gruppen zusammengestellt, eben für die 7 Aquarien, wo wir pflegen. Diese Leihaquarien sind im ganzen Schulgebäude der Tom-Mutters-Schule verteilt, außerdem im Seniorenheim der Lebenshilfe und in der Nordschule. Dorthin fahren die Schüler selbstständig mit dem Bus und kümmern sich um die Pflege und Instandhaltung der Aquarien. Damit die Koordination der einzelnen Mitarbeiter funktioniert, braucht die Firma natürlich auch einen eigenen Geschäftsführer. Als Geschäftsführer habe ich halt ziemlich viele Aufgaben, wie mit auch mit dem Papierkram halt auch. Da muss man auch Sachen machen, wie Abrechnungen und sowas machen. Und dann halt auch die Miete auch verlangen. Da gehe ich dann auch immer rum und mache das. Und dann halt auch schauen, dass alles in Ordnung ist in den ganzen Aquariums. Wenn da jetzt irgendwas nicht stimmt oder sowas, dann halt einen Bescheid sagen oder schauen, dass man das richten kann. Auch das Brettspiel wird in Eigenproduktion hergestellt. Dazu gehört Ausdrucken, Laminieren und Ausschneiden. Hier werden gerade von Claudia und Patrick die Spielsteine bemalt. Auch wenn eine solche Firma natürlich viel Arbeit bereitet, arbeiten alle Schüler gerne mit. Es macht mir ziemlich viel Spaß, weil ich habe zu Hause privat auch selber ein Aquarium und mit den Mitarbeitern, also mit den Schülern. Also, dass man da halt zusammenarbeitet, dass man da auch zusammenhaltet. Und der Zusammenhalt zahlt sich auch wirklich aus. Vom Gewinn werden nämlich richtige Betriebsausflüge organisiert. Zum Beispiel zu einem Fußballspiel in Augsburg, zum Pizzaessen oder in den Zoo. Weil die Zusammenarbeit so gut funktioniert, geht es Ende der Woche sogar nach Berlin zu einer Preisverleihung. Denn Wuppies zählt zu den 10 besten Schülerfirmen in Deutschland. Donnerstag fahren wir schon hin. Am Freitag sind wir dann noch beim
Dr. Gerd Müller eingeladen im Entwicklungsministerium. Der hat gesagt, er will uns noch treffen. Ist für uns auch eine ganz tolle Geschichte. Und danach geht es eben ins Wirtschaftsministerium zu der Preisverleihung. Und schon mal unter die 10 Besten deutschlandweit zu sein, ganz eine tolle Geschichte, waren wir 2013, da haben wir dann der 10. Platz belegt. Und diesmal hoffen wir wirklich, dass wir unter die erste 3 kommen. Und dann machen wir da eine große Party. Und das ist einfach der Beweis für eine ganz tolle Arbeit und der Lohn auch dafür. Welchen Platz die Schüler der Tom-Mutter-Schule heuer belegen, erfahren Sie natürlich bei uns im Programm. Beamte der Schleierfahndung haben gestern zwei dekorative mit Marihuana gefüllte Fläschchen bei einem Zugreisenden in Lindau entdeckt. Der 39-Jährige gab nach dem Fund der Drogen an, diese als Erinnerungsstücke mit sich zu führen. Grund, er wolle künftig ein drogenfreies Leben führen. Trotzdem aber mussten die Beamten die Drogen sicherstellen. Da es sich jedoch nur um eine geringe Menge Marihuana handelte, durfte der 39-Jährige nach der Kontrolle wieder weiterreisen. Ja, und was sonst noch so los war im Allgäu, das sehen Sie jetzt gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Bleiben Sie dran. Weil eine kleine Überraschung viel Freude macht. Weil Wertschätzung verbindet. Weil Verlässlichkeit Vertrauen schafft. Bringen wir mehr. Aus Überzeugung. Präg. Wir verstehen Energie. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Babywelt Gersthofen, das Paradies für Mütter, Babys und Kinder. Bei uns finden Sie über 50 komplett eingerichtete Baby- und Kinderzimmer. Die besten Autokindersitze. Kinderwagen und Buggys auf 5000 Quadratmetern. Babywelt Gersthofen mit einer Riesenauswahl und babyleicht zu finden. Besuchen Sie uns im Heripark Gersthofen bei Augsburg. Direkt an der A8 Ausfahrt Augsburg West. Die einzigen Zusätze in unseren Backwaren sind Können und Zeit. Finneberg, Napur. Wir backen Klartext. Die Stadtkapelle Kempten lädt herzlich ein zu ihrem Herbstkonzert 2016 unter der Leitung von Stadtkapellmeister Thomas Frasch. Wieder dabei ist das Jugendblasorchester der Sing- und Musikschule Kempten. Der Alpenrausch ist zurück. Abfeiern, Zusammenrücken und Kuscheln ist angesagt beim Single-Special Imogdi, Tanzhits von DJ Charlie und ein Freibier für die ersten 100 Gäste in Tracht. Coole Erinnerungen gibt's mit der Griersdi-Alp und den Artikeln aus der aktuellen Griersdi-Kollektion. Unter anderem das legendäre Griersdi-Tattoo für den Dirndl-Ausschnitt, präsentiert von Gastfreund. Die Nachrichten von Dienstag, dem 8. November 2016. Die seit Anfang Oktober vermissten Schülerinnen aus Füssen sind gestern Abend wohlbehalten in Krefeld gefunden worden. Die 14 und 16 Jahre alten Mädchen waren nach dem Schulunterricht vor rund 4 Wochen nicht nach Hause gekommen. Zeugenhinweise und digitale Spuren führten die Kripo Kempten schließlich nach Nordrhein-Westfalen. Dort hatte ein 23-Jähriger die Freundinnen für einige Tage in seiner Wohnung aufgenommen. Wo sich die beiden im vergangenen Monat sonst aufgehalten haben, ist noch nicht bekannt. Die 14-Jährige wurde von ihren Eltern abgeholt, ihre 16-jährige Begleiterin in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Ein Gasunfall hat heute in Lindau für Aufregung gesorgt. Bei Routinearbeiten hatten Mitarbeiter der Stadtwerke eine Gasleitung nach Weißensberg beschädigt. Bei einer Probebohrung in der Kemptner Straße sei ein Gasrohr versehentlich beschädigt worden. Dadurch sei eine geringe Menge Gas ausgetreten, so eine Sprecherin der Lindauer Stadtwerke. Zur Sicherheit war auch die örtliche Feuerwehr vor Ort. Laut den Stadtwerken soll der Schaden aber noch heute Abend behoben werden.
Die Lindauer Fachoberschule startet einen zweiten Versuch, einen vierten Ausbildungszweig anzubieten. Wie berichtet, wollte die Schule den Zweig Gestaltung bereits im letzten Jahr einführen. Das Vorhaben wurde vom Kultusministerium aber aufgrund zu geringer Schülerzahlen abgelehnt. Im März 2017 soll es jetzt erneut eine Probeeinschreibung für Gestaltung geben. Zehntklässler können sich dann zwischen dem 6. und dem 17. März für die Fachrichtung anmelden. Danach steht die Aufnahmeprüfung an. Um im zweiten Anlauf mehr Schüler für den Zweig gewinnen zu können, soll auch in Württemberg verstärkt für das Angebot geworben werden. Zwei vermummte Männer haben gestern Morgen gegen 4 Uhr eine Kemptner Sportsbar überfallen. Die beiden bedrohten den Inhaber zunächst mit einer Waffe und fesselten ihn dann mit Kabelbindern. Anschließend stahlen die beiden eine Geldkassette und flüchteten mit einem schwarzen Auto. Die Kripo Kempten bittet um Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise zu den Verdächtigen geben können. Der eine Täter ist knapp 1,75 Meter groß und kräftig gebaut, der andere knapp 1,80 Meter und schlank. Beide sind etwa 25 Jahre alt. Das Opfer blieb unverletzt. Die Polizei Bad Wörishofen hat einen mutmaßlichen Seriendieb festgenommen. Der 41-jährige Unterallgäuer wurde zunächst wegen eines Einbruchs in eine Türkheimer Gaststätte vor 2 Monaten verhört. Er gestand die Tat umgehend. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stießen die Beamten dann aber auch auf Diebesgut mehrerer bis dato ungeklärter Autoeinbrüche in Türkheim und Landsberg. Der Mann war bereits 2011 wegen Einbruchs verurteilt worden. Aktuell prüft die Polizei Bad Wörishofen noch, ob der Verdächtige auch im Zusammenhang mit weiteren Taten mit ähnlichem Vorgehen steht. Dem Sanierungsstau bei Schwimmbädern im Allgäu soll entgegengetreten werden. Das fordert jetzt der Füssener SPD-Landtagsabgeordnete Paul Wengert. Laut einer parlamentarischen Anfrage seien zahlreiche Bäder in der Region sanierungsbedürftig. Allein im Ostallgäu seien davon 6 Bäder betroffen. 2 weitere stünden wegen ihres Zustandes sogar kurz vor der Schließung. Die Kommunen seien mit den Kosten oft überfordert, so Wengert. Er fordert deshalb die Einrichtung eines staatlichen Sonderfonds in Höhe von 30 Millionen Euro. Nur so könne auch in Zukunft Schwimmunterricht in der Region angeboten werden. Die Stadt Wangen will sich finanziell künftig stärker am Hospiz beteiligen. Der Gemeinderat hat jetzt beschlossen, das Gesellschaftskapital der gemeinnützigen GmbH um 80.000 Euro zu erhöhen. Damit würde die Stadt und die Hospitalstiftung insgesamt 51% der Anteile halten. Oberbürgermeister Michael Lang hofft, dass dadurch eine Wiedereröffnung des Hospizes leichter wird. Morgen berät der Trägerverein über die Zukunft der Einrichtung. Wie berichtet, ist das Hospiz derzeit geschlossen, weil es zu einem Bruch zwischen den Mitarbeitern und der früheren Leiterin Annegret Knehr gekommen ist. Ende Oktober hat die Staatsanwaltschaft erneut Ermittlungen gegen Knehr aufgenommen. Die Stimmung der Unternehmen im Unterallgäu und der Stadt Memmingen ist weiterhin sehr gut. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer hervor. Mehr als die Hälfte der Befragten beurteilt die aktuelle Geschäftslage als gut. Für die nächsten Monate erwarten über 20% der Unternehmen sogar noch weitere Verbesserungen. Doch vor allem das Auslandsgeschäft gestalte sich aufgrund des Brexits und der Probleme mit der Türkei schwierig. Deshalb schaut die schwäbische Wirtschaft auch mit Sorge auf die US-Wahl. Sowohl Hillary Clinton als auch Donald Trump haben angekündigt, Handelsabkommen zu überarbeiten oder teils sogar zu kündigen. 11 Absolventen der IHK-Abschlussprüfungen aus Schwaben gehören zu den besten Prüfungsteilnehmern in Bayern. Das gab die Industrie- und Handelskammer jetzt bekannt. Aus Memmingen kommt sogar eine Bundesbeste. Barbara Weikmann hat ihre Ausbildung zur Packmitteltechnologin in Memmingen mit den deutschlandweit besten Noten ihres Jahrgangs abgeschlossen. Der geplante Abbau von 150 Stellen bei der Firma UPM in Augsburg verunsichert auch die Mitarbeiter im Ettringer Werk. Der finnische Konzern will europaweit seine Papierproduktion um 305.000 Tonnen reduzieren. Die Nachfrage sei stark zurückgegangen und die Marktbedingungen hätten sich erschwert, heißt es von der Firmenleitung als Begründung. Daher werden auch in Österreich 125 Mitarbeiter entlassen. Noch ist im Unterallgäu nicht von einem Stellenabbau die Rede.
Für die angedachte Sanierung der Freudenberg-Unterführung in Kempten liegt der Stadt jetzt ein weiteres Konzept vor. Wie berichtet, hatte ein Immobilienmakler bereits im vergangenen Jahr Pläne präsentiert, wie man wieder Geschäfte und Gastronomie in der Unterführung ansiedeln könnte. Jetzt hat ein weiterer Immobilienmakler ein Konzept vorgelegt. Auch er stellt sich vor, nach einer Kernsanierung diverse Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomie in den leerstehenden Läden unterzubringen. Eine Investition in Höhe von 600.000 bis 800.000 Euro steht dafür im Raum. Die Stadt will jetzt beide Pläne genau prüfen, signalisierte aber schon großes Interesse. Man sei sehr daran interessiert, die Unterführung wieder attraktiver zu gestalten. Dafür könne man sich auch eine gemeinsame Kooperation mit den beiden Investoren vorstellen. Im Lindauer Museum Cavazzen wird die Ausstellungsserie großer Künstler im kommenden Jahr fortgesetzt. Nach Picasso werden im Frühjahr 2017 Werke des berühmten Schweizer Malers Paul Klee ausgestellt. Das bestätigte der Lindauer Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn. Für die Ausstellung sprechen nicht nur Klees Werke, sondern auch Teile seiner Biografie. Denn Klee sei früher einige Male auf dem Heimweg mit dem Schiff von Lindau aus über den Bodensee gefahren. Deshalb werde die Ausstellung auch Paul Klee und dessen Bezug zu Lindau zum Thema haben. Geplant ist die Ausstellung in den Cavazzen vom 1. April bis zum 27. August 2017. Ja, das waren die Meldungen vom 8. November 2016 und wir sehen jetzt mal, wie das Wetter in den nächsten Tagen so wird. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Möbel und Küchen Böck. Bessere Beratung, besserer Service, bessere Preise, besser Böck. Möbel und Küchen Böck in Kempten, St. Mang. In der Nacht kommt es im Oberallgäu zu starken Schneefällen. Im restlichen Allgäu zeigen sich die Sterne, vereinzelt ist mit Wolken zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus 5 Grad am Bodensee und minus 2 Grad in Alpennähe. Am Mittwochvormittag zeigt sich im Großteil des Allgäus die Sonne, jedoch versteckt diese sich manchmal hinter Wolkenfeldern. Es bleibt frisch bei Temperaturen bis zu 4 Grad am Alpenrand. Im Laufe des Tages verschwindet die Sonne und dichte Wolken ziehen auf. Das Quecksilber klettert auf maximal 2 bis 5 Grad. In den Bergen ist es morgen bewölkt, nur auf dem Nebelhorn ist mit Nebel zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt bei 800 Metern. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 1 Grad auf den Gründen und eisigen minus 12 Grad am Nebelhorn. Der Donnerstag wird wieder winterlicher mit Schneeregen. Zum Freitag ändert sich das Wetter kaum, es zeigt sich vereinzelt die Sonne. Zum Wochenende ziehen dichte Wolken mit Regenschauern auf. Die Temperaturen steigen aber leicht an, bei Höchstwerten von bis zu 6 Grad. Ein kleines Ratespiel, liebe Zuschauer. Wissen Sie, wer René Baumann ist? Kleiner Tipp, er ist Schweizer und verdient sein Geld hauptsächlich mit Singen. Tanzen, komponieren und Musik produzieren, das kann er aber auch. Wissen Sie, wen ich meine? Nun, die Rede ist von ihm hier, von DJ Bobo. Jetzt haben Sie ihn erkannt. Seit mittlerweile 25 Jahren ist er nämlich auf den Bühnen der Welt unterwegs und dieses Jubiläum soll 2017 gefeiert werden und zwar mit einer neuen Welttournee. Wir haben ihn heute in Kempten getroffen und über sein Vorhaben gesprochen. Ladies and Gentlemen, welcome to my circus. This will be a night to remember. So kennt man ihn. Aufwendige Bühnenshows, viel Tanz und mitreißende Musik. Aber auch das ist der Popstar DJ Bobo. Morgen. Servus. Bodenständig, freundlich, sympathisch. Und genau so begrüßte er heute die regionalen Pressevertreter bei der Präsentation seiner neuen Tournee in der Big Box Kempten. Mysterial heißt seine Show, mit der er 2017 auf große Welttournee geht. Mysterial ist eine Namensschöpfung von uns und Mysterial ist eine Zeitmaschine.
Und die Zeitmaschine, was kann die? Uns in verschiedene Epochen der Menschheit katapultieren. Und das tun wir bei der neuen Tour, zum Beispiel in der Steinzeit, zum Beispiel bei Kleopatra. Und das ist so der Hintergrund, eine Reise durch die Menschheitsgeschichte. Und dabei wechselt jedes Mal nicht nur das Kostüm, sondern die gesamte Bühne. Und das ist die Herausforderung für uns, neben dem Kostümwechsel auch die Bühne zu verändern. Doch nicht nur auf der Bühne findet diesmal eine Zeitreise statt, auch musikalisch. Da präsentiert DJ Bobo nämlich die Hits der letzten Jahre. Mit Mysterial will der Schweizer sein 25-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Eine Zeit, in der er schon viel erlebt hat, wie er uns erzählt. Seine Highlights? Oh Gott, natürlich Konzerte in geografischen Regionen wie der Mongolei oder Orte, Peru, wo du sonst als Privatmensch nicht zwingend hingehst. Und wenn du dann da Musik spielen kannst und die Menschen, obwohl sie dich nicht verstehen, jeden Song mitsingen, das sind schon Riesenerlebnisse. Also, das waren schon Highlights. 1985 begann seine Karriere als DJ. Inzwischen hat der gebürtige Schweizer über 15 Millionen Tonträger verkauft, über 250 Gold- und Platin-Auszeichnungen erhalten und mehr als 5 Millionen Zuschauer haben seine Live-Tourneen besucht. Von Nervosität vor der Show ist nach 25 Jahren Bühnenerfahrung natürlich keine Spur mehr. Alleine schon, was wir den Leuten immer zeigen können, da bin ich dann wie ein kleiner Junge vor einem Weihnachtsbaum. Bevor eine Show anfängt, stehe ich hinten und denke, ich bin der, der gleich das Licht anmacht beim Weihnachtsbaum und die Leute dürfen dann staunen. Und das ist so in den letzten Jahren einer Nervosität gewichen. Also ich habe jetzt nicht mehr Angst vor einer Show. Das war am Anfang schon mal so, dass ich dachte, oh Gott, kann ich das überhaupt? Jetzt ist eher so, schaut, gleich komme ich raus und habe was Tolles mitgebracht. Das ist ein Riesenunterschied. Im Januar startet seine Tour in Deutschland mit insgesamt 24 Konzerten. Eines davon findet in Kempten statt. Doch es ist nicht das erste Mal, dass der Schweizer im Allgäu zu Gast ist. Das Allgäu ist ja sehr ähnlich wie bei uns. Bei euch sind es ja schon ernstzunehmende Berge. Das ist ja schon keine Hügel mehr, das hat ja Berge hier. Im Rest von Deutschland sind das eher Hügel oder in anderen Regionen. Und deshalb, hier fühle ich mich ein bisschen wie zu Hause. Und dieses Zuhause besucht er wieder am 18. Mai 2017. Dann mit im Gepäck eine große Show mit viel Tanz, Musik und Action. Eben typisch DJ Bobo. Ja, die Stadt München hat, wie wir gestern berichtet haben, bereits einen schönen Weihnachtsbaum aus dem Westallgäu für ihren Marienplatz. Die Stadt Kaufbeuren dagegen, die sucht noch nach Bäumen und bittet deswegen um Spenden. Kaufbeurer, die einen Nadelbaum aus dem eigenen Garten loswerden wollen, die können sich jetzt nämlich beim städtischen Bauhof melden. Gesucht werden Nadelbäume aller Art, allerdings sollten die schon zwischen 12 und 15 Meter hoch sein. Wer also eine Fichte, Tanne oder ähnliches Gewächs übrig hat, der soll sich melden. Der Baum wird dann vom Bauhof kostenlos gefällt und abtransportiert. Ja, und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es von Kaufbeuren nach Markt Oberdorf ins Künstlerhaus. Bleiben Sie dran. Rüsten Sie Ihr Haus für die Zukunft. Ob Altbausanierung, Solartechnik, Heizung oder Wärmedämmung. Bei EZA erhalten Sie Antworten auf Energiefragen. Kommen Sie zu den Veranstaltungen von EZA. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Bau, Sanierung und Energie. Erleben Sie das Gala-Ereignis des Jahres 2017, den Allgäuer Presseball. Moderator Tilman Schöberl führt durch die Ballnacht. Die Revival-Band ABBA 99 bringt die Hits der schwedischen Popgruppe live auf die Bühne. Freuen Sie sich auf die weltweit bekannten Songs. Flotte Tanzmusik spielt das Orchester Fink und Steinbach. Genießen Sie das Gala-Buffet mit Vorspeisen von Starkoch Christian Henzel. Die Tombola zugunsten der Kartei der Not lockt mit hochwertigen Preisen. Was Daniel Probst in seinem Arbeitsmaterial sieht, ist mehr als nur Stein. Seitdem wir Menschen auf der Erde sind, ist schon weit vorher der Stein. Und der Stein hat die Menschen schon immer begleitet. Und wenn man mit diesem Material arbeitet, dann merkt man einfach, wie ursprünglich das auch ist. Es hat nicht so diesen ganz modernen Charakter, was hier wieder so was vergeht, sondern es bleibt.
Und das ist seit 1912 mit jedem Knüppelschlag in der Steinmetzwerkstatt Schliens zu spüren. Jeder Arbeitsschritt ist voller Leidenschaft, zum Material und zum Kunden. Denn mit über 20 Jahren Berufserfahrung weiß Daniel Probst eins: Eine in Stein gemeißelte Musterlösung, die gibt es bei ihm nicht. Wir können traditionelle Restaurierungen machen, die eigentlich aus dem Mittelalter, aus den Aufrissen von mittelalterlichen Handwerkstechniken basiert, oder wir können moderne Maschinen einsetzen. Das eine schließt das andere nicht aus. Man muss vielleicht nur im Gedanken da ein bisschen offener sein, um einfach Dinge zuzulassen. Denn so sind die Möglichkeiten grenzenlos. Von Grabmälern über den klassischen Steinbau im und am Haus bis hin zur kunstvollen Gestaltung und Restaurierung. Wie beispielsweise von der Kemptener Stadtmauer. Die Allgäuer Steinmetzwerkstatt Schliens weiß, Steine reden nicht, aber sie haben viel zu erzählen. Ja, für jeden Kunstschaffenden ist es ein großes Lob und eine große Ehre, wenn die eigenen Werke in einer Ausstellung zu sehen sind. Doch eine solche Ausstellung selbst auf die Beine zu stellen, das ist meistens ziemlich aufwendig. Damit die Öffentlichkeit trotzdem in den Genuss der unterschiedlichsten Künste und Kunstrichtungen kommt, gibt es Museen, die besonders regionale Künstler fördern. Und eines dieser Museen ist das Künstlerhaus in Marktoberdorf mit seiner alljährlichen Ostallgäuer Kunstausstellung. Kunst kommt in allen Formen und Farben. Diese Werke hier haben nicht viel gemeinsam, außer dass sie alle von Künstlern aus Bayerisch-Schwaben stammen. 284 Werke wurden dieses Jahr von den verschiedensten Künstlern aus der Region eingereicht. Davon werden jetzt 86 in der 38. Ostallgäuer Kunstausstellung gezeigt. Bilder, Skulpturen und Installationen. Somit wächst die Ausstellung im Künstlerhaus Marktoberdorf von Jahr zu Jahr. Die Kunstausstellung war ursprünglich eine Idee 1978 zum 25-jährigen Jubiläum der Stadt Marktoberdorf und wurde dann eine feste Einrichtung über die Jahre, initiiert vom damaligen ersten Bürgermeister, heute noch lebenden Ehrenbürger Franz Schmid, und hat sich im Laufe der Jahre zu einer sehr repräsentativen und vor allem für Bayerisch-Schwaben sehr bedeutenden Ausstellung entwickelt. Das zeigen auch die Preise, die jedes Jahr wieder verliehen werden und unter den Künstlern sehr beliebt sind. Doch nicht nur die Ausstellungsstücke können in Marktoberdorf betrachtet werden. Auch das Künstlerhaus selbst, der Alt- sowie der Neubau, sind ein Kunstwerk für sich. Und damit hat die Kunst, die in der Ostallgäuer Kunstausstellung gezeigt wird, auch ihren repräsentativen Platz hier im Künstlerhaus Marktoberdorf gefunden. Ein Haus, das allein durch seine Architektur und auch durch sein Ambiente dieser zeitgenössischen Kunst wirklich sehr, sehr nahe kommt. So befinden sich die filigraneren Werke wie Pastelle oder Aquarelle im Altbau, der aus den 20er Jahren stammt. Skulpturen und moderne Stücke befinden sich im neuen, aus Klinkerstein gemauerten Gebäude. Es ist hier von den Stilrichtungen auch ein sehr breites Spektrum geboten. Das heißt, ansprechen dürfte das eigentlich jedermann, der nur ein bisschen an bildender Kunst interessiert ist. Und für alle mit Interesse, die 38. Ostallgäuer Kunstausstellung im Künstlerhaus in Marktoberdorf kann bis zum 8. Januar 2017 besucht werden. Ja, und das waren die Allgäu-TV-Nachrichten am Dienstag. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Morgen geht es bei uns dann unter anderem um das Thema Flugangst und was man dagegen tun kann. Außerdem haben wir uns mal schlau gemacht, wie es denn mit der Nitratbelastung des Allgäuer Trinkwassers aussieht. Das und noch mehr gibt es morgen bei uns im Programm. Bis dahin, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Passen Sie gut auf sich auf. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen.